Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal ein bisschen die Präzision mit der Stinger 2 an. Wenn du darüber etwas lernen willst, dann bleib dran. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Wie ihr seht, geht es mir wieder einigermaßen gut. Ich bin wieder ziemlich gesund, Corona gut überstanden, kein Long-Covid. Wunderbar. Ja, und jetzt können wir auch endlich wieder schießen und ich kann euch endlich mal ein paar Tipps und Tricks zur Präzision mit der Stinger 2 zeigen. Dafür haben wir uns eine Stinger 2 Tactical besorgt und die ist komplett out of the box. Das heißt, hier wurde überhaupt nichts dran modifiziert, bis auf das orangene Color Kit. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Präzision zu tun und spielt deswegen keine Rolle. Deswegen bleibt dieses Color Kit auch dran, weil ich finde es einfach optisch richtig, richtig cool. Weil dann matcht es richtig gut mit dem Leuchtkorn, mit hier den Akzenten im Steambo-Logo, mit hier den Akzenten und natürlich mit dem Stinger-Logo matcht es auch richtig gut. Wie gesagt, es ändert nichts in der Präzision. Heißt, die Probleme, die ihr zu Hause mit eurer Stinger habt, wenn sie frisch aus der Box kommt, die gleichen Probleme habe ich jetzt hier auch. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was sind das denn für Probleme und wie kriegen wir die behoben. Der erste Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, dass ich zum Beispiel sehe, wie 2 Meter große Männer die Stinger auf diese Einstellungsmöglichkeit schießen. Oder Männer, die noch kleiner sind als ich, bin nur 1,75 groß, das auf der ganz hinteren schießen, was dann auch nicht optimal ist. Das wollen wir jetzt erstmal optimal einstellen. Dazu nehmen wir die einfach ganz normal in die Hand. Und gucken, wie wäre es denn jetzt, wenn ich die jetzt im Anschlag habe, wo liegt mein Finger? Ne? Und jetzt seht ihr mein Zeigefinger. Es ist kein Pfeil eingelegt. Wir achten hier natürlich auf Sicherheit. Dementsprechend kann ich hier tatsächlich auch den Abzug mal ziehen. Ja, aber ihr seht, ich drücke den Abzug nicht mit der Spitze des Zeigefingers, sondern mit dem zweiten Glied des Zeigefingers. Und das ist suboptimal. Das wollen wir nicht. Deswegen, wir möchten, dass die Hand möglichst weit nach hinten kommt, so dass wirklich nur der Zeigefinger den Trigger drückt. Ja? So hier, also wirklich nur die Spitze des Zeigefingers soll das drücken. Wenn wir das jetzt im Anschlag haben, ist das aber zu nah. Deswegen hole ich mir das mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich orientiere mich immer hier so ein bisschen dran, also an meinem Ellbogen bzw. an meinem Oberarm. So, das wäre jetzt bei mir dann diese Einstellmöglichkeit. Die wäre jetzt einigermaßen optimal, weil schaut mal, der Zeigefinger ist wirklich nur mit der Spitze am Abzug. Genau so wollen wir es haben und das lasse ich jetzt für mich. So, dann kommen wir mal zu dem Thema grundlegend, wie gehe ich denn mit so einem Ding um? Ich sehe immer wieder Leute, die so richtig verkrampften Griff an den Tag legen, also wirklich den vorderen Griff und auch den Pistolengriff hinten wirklich umschlingen mit den Daumen und so fest zugreifen, wie es geht. Und am besten stehen sie dann noch so da, als ob sie abheben wollen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich schieße auf jeden Fall anders. Wenn ihr so schießt, das mag in meinen Augen vielleicht nicht der optimale Weg sein. Vielleicht kommt ihr damit aber viel besser klar. Und vielleicht hat es ja sogar einen Grund, dass ihr genauso schießt. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr schießt und warum ihr so schießt. Ich mache es seit ein paar Monaten so, und das habe ich mir von Fletched Evolution abgeschaut, dass ich die Daumen rausnehme. Heißt, der Daumen hier kommt auf die Seite und der Daumen hier kommt auf die Seite. Hier auf der Spannstange habt ihr dann einen wunderbaren Ablagepunkt für den Daumen. Und hier habt ihr einen wunderbaren Ablagepunkt hier. Das Ganze geht mit ein paar Vorteilen einher, die mir vorher gar nicht mal so bekannt waren. Vorteil Nummer 1 ist, ihr könnt viel schneller nachladen. Denn was passiert denn hier? Die Hand wandert jetzt einfach nur nach hinten. Der Daumen verändert im Grunde überhaupt nicht, was er macht. Man rutscht nur nach hinten. Das war's. Wenn wir jetzt so umgreifen, muss der Daumen jedes Mal hier so zack unter dieser Stange drunter. Also von hier erst nach da. Na, gegen so. Das ist deutlich schneller. Ein zweiter guter Vorteil, den diese Technik bietet, es gelingt einem mit dieser Vorgehensweise das restliche Spiel, was die Stinger hat. Das ist genau hier an dieser Achse. Na, seht ihr das? Es wackelt leicht. Das können wir aussperren, indem wir unseren Finger hier drauflegen. Wenn ihr den Finger hier drauflegt, könnt ihr spüren, ob das eine gerade Fläche ist. Wenn ja, ist das optimal. Wenn nicht, habt ihr Spiel drin. So, und das Spiel, das holen wir jetzt raus, indem wir uns den Schaft gegen die Brust setzen. Im Grunde drückt unsere Brust jetzt von links nach rechts gegen den Schaft. Und
Unsere Triggerhand drückt jetzt von rechts nach links gegen diesen Griff. Heißt, wir haben einen Gegendruck. Mit zwei Punkten ist das aber noch nicht fix. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Support Hand und drücken jetzt hier so dagegen. Heißt, wir drücken von hier links nach rechts, von hier rechts nach links und von hier links nach rechts. Wir haben also einen Gegendruck und dadurch stabilisiert er das System innerhalb des Systems. Und das funktioniert meiner Meinung nach schon mal richtig gut. Jetzt ist der nächste Punkt, und zwar der Griff. Ich sehe immer wieder Leute, die setzen sich den Griff so weit nach hinten, wie es geht. Also ungefähr hier. Das ist natürlich jetzt gar nicht mal so verkehrt, weil unsere Arme sind jetzt sehr schön nah eng am Körper. Also hier liegt hier auf, ne? Und hier liegt hier auf. Also das ist schon ganz gut. Aber wir haben einen großen Nachteil. Und zwar haben wir natürlich die so ziemlich schlechteste Hebelwirkung, die man hier haben kann. Hier ist die Achse, um die es geht. Und wenn wir jetzt hier hebeln, ja, das ist nicht optimal. Optimaler wäre da deutlich hier oben. Aber wenn wir jetzt ganz vorne den Hebel hinsetzen, dann kommen wir hier mit dem Arm nicht mehr an den Körper ran. Das heißt, wir haben eine Lücke und hier kommt dann einfach Spiel. Deswegen tut euch den Gefallen und findet ein gesundes Mittelmaß. Bei mir ist das gesunde Mittelmaß, wenn hier drei Rippen rausschauen. Also drei dieser Picatinny-Rippen. Das wird bei euch wahrscheinlich anders sein. So, und wie wir sehen, jetzt haben wir hier eine wunderbare Auflage und hier auch. Und wir haben kaum Spiel. Wichtig ist außerdem, dass ihr hier nicht feste drückt. Also ihr müsst nicht total mit der Brust danach und mit dem Arm nach da und mit dem Arm nach da. Es reicht, wenn ihr das wirklich ganz, ganz leicht macht. Das mit den Fingern rausnehmen bietet euch außerdem noch einen großen Vorteil, den ich eben schon mal kurz angerissen habe. Denn wenn ihr das so krampfhaft umgreift, mit Daumen, die das umschlingen, dann neigt ihr dazu zu verkrampfen. Und verkrampfen ist beim Schießen nie gut. Deswegen versucht wirklich, diesen Krampf rauszuholen und so locker wie möglich den Abzug zu ziehen. So, wir haben jetzt noch keinen Cent ausgegeben und haben auf jeden Fall schon viel bessere Präzision mit der Stinger erreichen können. Haben nur an der Technik und an den Einstellmöglichkeiten gearbeitet und konnten trotzdem schon das Schießergebnis verbessern. Und jetzt kommen wir zum Thema Pfeile. Denn hier gibt es einige Punkte, die beachtet werden müssen. Tipp Nummer 1. Überladet die Stinger nicht. Ich weiß, es passen 6 Pfeile rein. Aber ich persönlich schieße nur noch mit 5 Pfeilen. Die Speedloader bieten nur Platz für 5 Pfeile. Macht es wirklich Sinn, dann 6 Pfeile reinzuladen? Nein. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, wie gesagt, die Speedloader haben 5 Pfeile. Heißt, ihr trainiert mit den Speedloadern, trainiert auf 5 Pfeile. Wenn ihr jetzt noch einen 6. immer manuell reinladet und dann immer mit dem 6. rechnet und dann den aber einmal nicht manuell reinladet, habt ihr einen Fehlschuss. Deswegen, bei mir ist wirklich so, ich arbeite immer mit 5 Schuss. Das sind immer 5 Schuss. Wenn mal ein 6. mit drin ist, dann schaue ich sicherheitshalber nochmal nach. Bin ich mir wirklich sicher, habe ich hier wirklich noch einen 6. drin? Wenn er da ist, dann ist schön. Wenn nicht, ist nicht. Ich breche nach 5 ab. Punkt. Nächster Vorteil. Ihr erhöht euch die Präzision tatsächlich. Und deswegen ist der Punkt überraschenderweise in diesem Video. Das liegt einfach daran, hier ist eine Feder. Die drückt auf die Pfeile runter. Und bei 5 Pfeilen ist das Druckgewicht ziemlich optimal. Bei 6 Pfeilen wird diese Feder schon wirklich sehr, sehr eng. Dann ist einfach meiner Erfahrung nach zu viel Druck auf dieser Feder und die Pfeile neigen dazu, sich innerhalb nicht gerade zu stapeln, sondern leicht zu verrutschen. Also die sind dann nicht in einer Linie, sondern der eine rutscht dann einen Ticken nach rechts und dann ist das so ungefähr so. Ja, so, dann liegen die nicht mehr gerade und dann kann es gut passieren, dass einer von diesen 6 Pfeilen unpräzise rauskommt. Das zeigte bei mir einfach die Erfahrung. Einer von 6 Pfeilen kann unpräzise sein, ist es in der Regel auch. Aber jetzt kommt das Problem, ihr wisst gar nicht welcher, weil es ist nicht immer der erste, es ist auch nicht immer der letzte, es ist auch nicht immer der dritte. Es ist mal der erste, mal der zweite, mal der dritte, mal kommt es gar nicht vor. Das möchte ich nicht. Ich möchte bei jedem Schuss mehr oder weniger mich darauf verlassen können, dass der auch trifft. Deswegen mache ich das immer nur mit 5 Pfeilen. Nächster Punkt. Kontrolliert eure Pfeile. Wirklich, wirklich wichtig. Das hier ist ein ziemlich neuer Übungspfeil von Steambow. Ich habe übrigens das Gefühl, die wurden nochmal überarbeitet. Vielleicht sieht Steambow ja das Video und kann mich aufklären. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ist das wirklich so? Weil die Nocke sieht jetzt aus, als ob es das gleiche Polymer ist, aus dem auch die Stinger ist.
Zum Vergleich haben wir hier mal eine alte Plastiknocke. Das sind diese typischen Spritzgussfehler. Aber gut, darum geht es jetzt gar nicht. Alufeile können sich leider verbiegen. Deswegen, ihr müsst ganz dringend einfach immer mal wieder die Pfeile kontrollieren. Nehmt ihr euch einfach hier vorne, hinten und wendet den so. Irgendwann habt ihr da ziemlich schnell einen Blick für, ob der gerade ist oder nicht. Der ist gerade. Den können wir also ohne Probleme schießen. Gucken wir uns mal den an. Der sieht ja gerade aus. Seht ihr das? Seht ihr das? Der ist nicht gerade. Ganz übertrieben gezeigt hat er so eine Bananenform. Es ist nicht so viel, das sind 1-2 Grad. Aber ich kann euch sagen, der ist nicht mehr präzise. Je nachdem, welche Distanz ihr damit schießen wollt, geht der ganz woanders hin, als ihr hin wollt. Und da ist mein Tipp wirklich, holt euch diese Pfeile raus. Sortiert die euch aus. Ich habe dafür einen zweiten Pfeilkorb, wo ich einfach die ganzen verbogenen, leicht angeschlagenen Pfeile reinschmeiße. Die schieße ich dann einfach bei Ausdauertests, wenn es nicht um Präzision geht, sondern einfach nur um die Stückzahl. Da sind die dann immer noch für mich sehr gut brauchbar. Man muss außerdem dazu sagen, die sind schwer zu reparieren. Also man könnte jetzt versuchen, dagegen zu biegen. Aber ihr kriegt den einfach nicht gerade. Er ist jetzt wieder einigermaßen gerade, aber ich, na, nee, ihr kriegt es nicht raus. Und da ist auch der Punkt, wenn ihr das mit den Biegungen auf Anhieb nicht so leicht erkennt, ja, hier ist auch wieder eine Biegung drin, achtet mal darauf, ob es so Einschläge gibt, so wie hier, so Einkerbungen. Also an der Stelle ist einfach ein anderer Pfeil so dran vorbeigestriffen. Ist ganz normal, ist Metall, anderes Metall dringt ein, das verzieht sich, völlig normal. Wenn ihr sowas habt, ist der Pfeil vermutlich verbogen. Nächster Punkt, der auch sehr wichtig ist bei den Pfeilen, und das betrifft nicht nur Alufeile, das betrifft ganz genauso auch die Carbonpfeile. Dieser Pfeil sieht ja eigentlich ganz okay aus. Der ist einigermaßen gerade, also ja, ich sehe jetzt hier keine große Biegung, ja, doch ein bisschen. Gut, aber das ist gar nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch das zeigen. Wenn ihr den schießt, dann klafft das auf. Ja, und dann flattert der irgendwie. Es kann sein, dass der so fliegt, es kann sein, dass der so fliegt, es kann sein, dass der, na gut, so wird er nicht fliegen. Aber der wird auf jeden Fall nicht dahin gehen, wo ihr ihn hinhaben wollt. Deswegen auch solche Pfeile aussortieren, mal mindestens für den Nahbereich nutzen und nicht mehr für Präzisionsschüsse. Da könnt ihr die jetzt echt knicken für. Ja, und mittlerweile hat Steamboat auch reagiert und hat sich für Carbonpfeile entschieden. Zumindest für Carbon-Hybridpfeile. Das heißt, in diesem Pfeil ist ein Aluminiumröhrchen drin, aber er hat einen Carbonschaft. Dadurch kann er sich schlechter verbiegen und wenn er sich verbiegen würde, würde man es sofort sehen, weil das Carbon dann gebrochen ist. Außerdem wiegt dieser Pfeil jetzt echt vernünftige 10,5G. Und wer mich kennt, weiß, 10,5G ist für mich die magische Grenze. Ab jetzt ist dieser Pfeil 90er Bogen geeignet. Ja, und der blaue ist nicht der einzige, den Steamboat auf den Markt geschmissen hat. Es gibt natürlich auch die Bodkins. Und da muss ich sagen, hat Steamboat wirklich, wirklich meine Worte ein bisschen zu ernst genommen mit es gibt nicht zu viel Gewicht. Ihr habt hier 15G reingepackt, liebe Steamboat-Leute. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wahnsinnig gut und die fliegen auch wahnsinnig gut. Und das sind halt richtige Nägel. Ne? Also die dringen sehr gut ein. Das kann ich euch sagen auf Holz. Und natürlich auf der Zielscheibe zerschießt ihr euch die Zielscheibe definitiv mehr als mit den Übungspfeilen. Ja, und wer hätte es gedacht? Steamboat hat natürlich auch die roten Pfeile neu aufgelegt. Die Jagdspitzen. Auch diese gibt es jetzt mit diesem Carbon-Hybridschaft. Und die wiegen ebenfalls 15 Gramm. Wow. Aber wofür braucht man 15 Gramm? Ich will noch nichts vorwegnehmen, aber wenn man mal mehr als 90 nehmen würde, sollte man auch mehr als 12,5 Gramm nehmen. Ja, und dann habe ich gesehen, der Reini hat es ja schon verraten. Dann mache ich es auch mal. Das hier sind die Pfeile, die im Frühjahr 2023 kommen werden. Und ich denke, damit wird Steamboat einen absoluten neuen Standard setzen. Er passt absolut in den aktuellen Trend rein. Ne? Der Sprave, auch SJK und auch Jack
Viele arbeiten jetzt mit Broad Botkins und ich muss aber sagen, das hier scheint mir der absolut sinnvollste von denen. Der hat ein geisteskrankes Gewicht von 18 Gramm. Also der schlägt ein wie eine Bombe. Ich habe es mal getestet, die Penetration von all diesen vier Pfeilen. Und ja, im Grunde, wie man es sich denkt, Übungsspitze, danach kommt der Botkin, der geht einen Ticken tiefer rein. Der Jagdpfeil geht noch tiefer rein und er hier geht genauso tief rein wie der Jagdpfeil, ist aber viel, viel robuster und dementsprechend wiederverwendbarer. Und diese ganzen Pfeile, gerade die fürs Zielschießen, haben einfach nochmal eine bessere Präzision. Wenn ihr den 90er Steambow-Bogen habt, würde ich euch wirklich die neue Steambow-Carbon-Serie empfehlen. Aber wenn ihr mit den 55er Bogen und 35er Bögen schießt, dann könnt ihr auch mal bei anderen Herstellern gucken. Da gibt es ganz verschiedene. Das schauen wir uns alles noch im großen, großen Pfeiltest an, der wirklich sehr groß ist. Das sind Pfeile von Jag Archery. Auch wenn die Terminator 3 bei weitem nicht meine Lieblingsarmbrust wurde, sind die Pfeile wirklich gut. Die wiegen noch immer ein bisschen zu wenig für den 90er, aber die haben den großen Vorteil, dass die sich einfach nicht verbiegen können. Wenn die brechen, dann ist das so, dann sind sie kaputt. Aber dann kommt man auch nicht mehr auf die Idee, die zu schießen und wundert sich dann, wo er hingeht. Die Vanes sind echt vernünftig und die Nocken sind auch echt vernünftig. Aber wie gesagt, schade, dass es die nicht im richtigen Gewicht für den 90er Bogen gibt. Die von Jag Archery sind aber für den 90er Bogen geeignet, wobei die halt nicht für die Zielscheibe unbedingt geeignet sind. Und präzise sind die auch nicht so wirklich, weil es gibt leider innerhalb der Pakete massive Abweichungen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, beim Test vorwegnehmen. Ich habe 2 6er-Pakete. Und innerhalb dieser 2 6er-Pakete gibt es bis zu 1 Gramm Abweichung vom leichtesten bis zum schwersten Pfeil. Diese Gewichtsabweichung ist natürlich für die Präzision äußerst schlecht. Deswegen hier noch ein Geheimtipp. Wiegt euch mal wirklich eure Pfeile ab. Wiegen die alle das gleiche? Sagen wir mal, ihr habt 50 Pfeile. Wenn ihr die alle mal auf die Waage schmeißt, da werdet ihr auf jeden Fall 2 bis 3 Gruppen verschiedener Gewichtsklasse bilden können. Das werden nur Abweichungen von 0,5 Gramm sein ungefähr, je nach Qualität der Pfeile. Aber das macht bei einem Pfeil, der ja nur 10 bis 12 Gramm wiegt, echt viel aus. Deswegen baut euch mal wirklich so 2 bis 3 verschiedene Gewichtsgruppen. Innerhalb dieser Gewichtsgruppen solltet ihr dann relativ wenig Abweichung haben. Aber ist ja klar, wenn ihr einen Pfeil schießt, der 11 Gramm wiegt und einen, der 10 Gramm wiegt, die fliegen nun mal anders. Und wenn ihr die dann im gleichen Magazin habt, wundert ihr euch, warum ihr einen Ausreißer habt. Also wichtig, Pfeile kontrollieren, Vanes in Ordnung, Nocken in Ordnung, einfach für den Verschleiß an der Sehne. Schaft verbogen, ist die Spitze verbogen? Wie ist der Allgemeinzustand des Bolzens und was wiegen die Bolzen? Diese Punkte solltet ihr auf jeden Fall für eine bessere Präzision beachten. Ja, wie gesagt, der Pfeiltest kommt bald, aber für euch ist jetzt erstmal wichtig zu wissen, 90er Bogen, dann bitte nehmt mehr als 10,5 Gramm. Nicht der 90er Bogen, dann seid ihr da relativ offen, was das Gewicht angeht. Und dann könnt ihr auch auf jeden Fall für relativ wenig Geld relativ gute Carbonpfeile kaufen. Wenn ihr Carbonpfeile für den 90er Bogen braucht, ich kann euch auf jeden Fall die Hybridpfeile von Steambow absolut empfehlen. Wenn ihr aber reine Carbonpfeile haben wollt, dann solltet ihr am besten zur Pfeilmanufaktur Bale oder zu crossbowtuning.com gehen. Wenn ihr ein bisschen mehr aufs Geld achten müsst, dann solltet ihr zu S&K gehen. Die haben auch wirklich gute Bolzen, sind denen von Crossbowtuning sehr ähnlich, haben nur nicht diese absolut heftigen Spitzen. Fürs Zielschießen sind die dadurch aber viel, viel besser geeignet, weil ihr euch einfach eure Scheibe nicht so zerballert wie mit den Topheads vom Tommy. Die sind nämlich echt fies und wie der Tommy sagt, die schlagen jeden Botkin in der Penetration. Und das tun sie wirklich, ich hab's getestet. Jetzt haben wir bis auf die Pfeile noch immer gar kein Geld ausgegeben. Kommen wir nun zum nächsten Tipp. Was kann man denn jetzt machen? Kimme und Korn kann man hier leider nicht einstellen. Allgemein, ihr wisst, von Kimme und Korn, der Stinger 2, bin ich nicht absolut begeistert. Man kann damit auf jeden Fall treffen, das ist gut möglich, gar keine Frage. Und wir würden jetzt auch einfach mal eine Testgruppe schießen. Ich gehe jetzt mal nur auf die äußeren und den mittleren Punkt. Ja, es geht auf jeden Fall schnell. Eine schnelle Zielerfassung ist definitiv möglich. Aber dieses Kimme und Korn lässt sich nicht einstellen. Und ich müsste es eigentlich einstellen, weil ich bin auf fast allen Pfeilen ein Ticken zu weit links. Ja, was kann man jetzt machen? Wie gesagt, bei der Tactical könnt ihr nichts einstellen. Bei der
Metallversion könnt ihr was einstellen und bei der Survival könnt ihr was einstellen. Hier bleibt uns im Endeffekt nichts anderes übrig, als ein Red Dot drauf zu machen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß, ich habe euch da mal ein paar gezeigt. Ich habe aber auch gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie das Steamboat-Original ist. Und es wurden natürlich keine Kosten und Mühen gespart. Hier ist das Original Steamboat Red Dot. Und das testen wir jetzt einfach mal. Setzen es drauf, schießen das Ganze mal ein.